Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Der letzte Vlog ist schon was her. Der letzte Vlog ist aus Portugal. Und meine Reise nach Zürich beginnt. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie meine ganze Portugal-Reise. Und ich hoffe, dass ich länger in Zürich bleibe. Nein, ich bleibe wirklich länger in Zürich. Die letzten 4 Wochen war ich bei meinen Eltern. Es war nicht so viel los, außer, dass ich mein Kochbuch fertig gemacht habe. Ich habe nie gedacht, dass ich das mal fertig kriege. Ich verlinke euch mal hier, wie es heißt. Und unten natürlich den Link zu meiner Website, wo ihr es bekommt. Es ist ein Low Carb High Fat Kochbuch, was sonst. Und ja, ich bin richtig glücklich damit. Das erste Feedback, was ich jetzt bekommen habe, ich habe es gestern veröffentlicht, ist so schön. Ich stehe jetzt hier im Keller, denn hier sind meine ganzen Koffer und mein ganzer Kram, den ich hier damals bei meinen Eltern gelassen habe. Und ich fange jetzt an, zu Ende zu packen. Okay, machen. Aline? Ja. Ja, bitte. Ich sortiere meine Sachen. Ich muss packen. Ich habe auch schon mal eine Gesichtsmaske drauf, denn meine Haut hat unter dem ganzen Stress in letzter Zeit gelitten. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Und die wollte ich noch leer machen, bevor ich morgen fliege. Ich werde ja mit dem Auto. Der kann mir bestimmt noch was mit dem Auto mitnehmen. Oh, das weiß er noch nicht. Also, ich habe jetzt hier alle meine wichtigsten Supplemente. Die Ketone. Und natürlich noch Elektrolyte. Darunter sind noch ganz viele Keto. Kann ich mir sowas mit auf die Arbeit nehmen. Und die Keto-Creme hält ja auch erstmal ein bisschen satt. Das packe ich jetzt so hier rein. Oh mein Gott, hier liegt noch einiges an Shampoo und so. Und mein Vanillepulver darf auch nicht fehlen. Ich liebe es. Es hält, ist echt teuer, aber es hält super lange. Und ich liebe das nochmal zusätzlich in die Keto-Creme reinzumachen. So, ich habe mich jetzt zurecht gemacht, geduscht, geschminkt, Haare geglättet, alles frisch. Hier sind ganze Nähsachen von meiner Mutter. Meine Mutter hat 5 Nähmaschinen. Die stehen auch alle hier unten. Und ich habe natürlich eine Kleinigkeit für Donna, denn ich werde mit der lieben Donna schlafen. Vielleicht kennen sie viele von euch. Ich verlinke auch mal ihren Instagram-Account hier unten. Sie macht auch Keto-Low-Carb, hat ihr Lipödem tatsächlich ohne OP damit besiegt. Richtig bewundernswert. Sie sieht so toll aus. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier mitbringe. Ich hoffe, sie freut sich drüber. Es ist nur ein kleines Mitbringsel erstmal, aber ja, mehr kriege ich leider nicht im Koffer. Und ich glaube, sie mag Pink super gerne. Dann habe ich von meiner Tante, kein Scherz, Spültücher, also zum Abtrocknen geschenkt bekommen. Die sind aus der Türkei und die sind wohl richtig gut und die kriegt man hier nicht. Habe ich hier auch von eins mit, packe ich ihr mit ein. Vielleicht freut sie sich ja darüber. Dann haben wir hier 2 von diesen veganen Keto-Riegeln. Ich habe die schon probiert, die schmecken nicht ganz so süß, was ich sehr gut finde und so ein bisschen nach Keksteil. Davon kommen hier 2 rein. Davon kommt natürlich auch einer mit. Und dann habe ich noch einmal die Keto-Creme für sie. Vielleicht mag sie das mal probieren. Ich glaube, das wird ihr mega gut schmecken und passt irgendwie auch zu ihr. Keine Ahnung. Und ich werde auf jeden Fall noch eine Packung Ketone reintun. Die sind jetzt auch schon im Koffer. Oh, meine Katze hat mich auseinandergenommen. Ja, und ich hoffe, sie freut sich über mein kleines Mitbringsel. Und ja, weiter geht's mit dem Koffer packen. Mega gestresst. Mega gestresst. Ich hoffe, meine Koffer wiegen nicht so viel. Laut der Menschenwaage wiegt mein Handkoffer 11 Kilo. Und mein großer Koffer 23, was viel zu viel ist, aber ich hoffe, das stimmt nicht und das ist wegen der Menschenwaage. Naja, ich muss jetzt noch ganz schnell was essen, weil in 15 Minuten kommt mein Onkel. Ich habe so Asia-Gemüse und Hackbällchen gemacht. Ich sitze im Auto mit meinem Onkel. Mein Onkel ist so lieb und fährt mich. Er ist so ein Zocker, Gamer. Wie nennt man das? Doch, Gamer. Ich verlinke mal hier den Namen und unten auch seinen Twitch oder so. Da geht man ja wohl live. Ich kenne mich nicht so aus, aber für alle, die sich für Gaming und Zocken und so interessieren, ziemlich cool, ja. So, ich sitze jetzt mit meinem Onkel bei Starbucks. Ich habe natürlich alles zuckerfrei. Und ich durfte mal schön 36 Euro auf mein großes Gepäck zahlen, weil 3 Kilo Übergewicht und pro Kilo 12 Euro, ja. Ja, er hat noch zu mir gesagt, ich soll Gepäck buchen, aber ich habe es vergessen und auch irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich nicht drum gekümmert. Ich konnte auch nichts mehr raustun. Ich brauche alles. Alles muss mit. Naja, es ist, wie es ist. Und wir haben jetzt 16.23 Uhr, sieht man nicht. Und um 19 Uhr geht erst der Flieger. Aber ich habe ein gutes Buch von meiner Cousine geschenkt bekommen. Und wenn mein Onkel nachher weg ist, dann lese ich da mal rein. Guten Morgen! Guten Morgen! Good morning!
wir machen uns jetzt fertig zum Sport. Oh mein Gott, du voll schön und ich so mit Schlabberlook. Nee. Und wir trinken gerade jetzt Aminosäuren, Ketone. Ich habe Donner Ketone gegeben zum Testen. Und heute ist was dran? Brust? Trizeps, ja. Genau. Nicht so meine Stärke, aber sie hilft mir. Und wir machen uns jetzt fertig und dann fahren wir los ins Training. Und das Gym sieht immer in den Stories richtig schön aus und ich bin voll gespannt und ich nehme die Kamera mit, weil ich bin nicht alleine, also kann ich sie auch aufstellen und filmen, ist mir scheißegal. Ja, hier Ketone, Aminosäuren und nochmal Aminosäuren. Und Citrullin. Citrullin, okay. Aha. Was macht Citrullin? Erzähl uns doch. Oh. Es erweitert einfach die Poren, die Arterie. Und wir bekommen dadurch einen viel, viel stärkeren Pump. Abo. Genau. Abo. With you. Baby, I'm going crazy. I wanna be somebody for you that makes your heart run wild. I wanna turn you on, cause lately I've been feeling like there's somebody you'd rather hide from. Wer guckt's und du gibst mir nichts ab. Nach dem Training ein fettes Omelette, Oliven, Gurken und Joghurt mit Leinsamen. So, ich war jetzt ein paar Stunden mit Patrick und nicht mit Donner. Wir waren in seinem Airbnb, wo gefühlt kein Licht ist. Und komm raus und... Winter Wonderland, es schneit. Er fährt mich jetzt wieder zu Donner. Und wir wollten eigentlich zum Beintraining, aber wir müssten da zu Fuß hin. Ich weiß nicht, ob sie da Lust drauf hat. Schauen wir mal. Aufmerksamkeit. Dein Mann schläft. Also wir waren gestern beim Beintraining, das habe ich ja gefilmt. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Eindrücke verschaffen. Und wir waren heute in Deutschland einkaufen. Auf Deutschland einkaufen. Oh mein Gott, ich kann meinen Arm nicht mehr hochhalten. Wow, weil wir vorgestern Abend trainiert haben. Ja, voll. ich konnte aber die Kamera nicht mitnehmen, weil wir waren schon unterwegs und habe gemerkt, dass mein Akku leer war. Tolle Bloggerin war. Mega. Ja, auf jeden Fall haben wir für unnormal viel Geld Essen eingekauft, voll die Konserven, der ganze Keller steht voll und ich hoffe, wir sind erstmal versorgt. Und ich werde nämlich jetzt zu Patrick fahren, denn der ist hier in einem Hotel eingebucht für 2 Nächte. Also werde ich bei ihm schlafen und übermorgen ist mein allererster Arbeitstag und ich bin schon mega aufgeregt und wir gucken gerade, dass ich alles gepackt habe dafür. Mit und meinen ganzen Kram und Gedöns und ich packe jetzt hier noch so Nüsse und Käse und Oliven und belegte Low-Carb-Brote ein, damit ich wenigstens was zu essen im Hotel habe und für den ersten Arbeitstag. Ich habe noch die Keto-Creme mit, verlinke ich euch alles unten, was ich mitgenommen habe, was man online bestellen kann. Wir trinken jetzt hier noch den letzten Kaffee zusammen. Nein, ich komme wieder. Gell? Ja. Bye. Du riechst aber gut, Mella. Oh, danke schön. So, wir sagen Tschüss und wir nehmen euch wieder mit am Wochenende, denke ich, wenn wir was Cooles machen. Ja. Okay.
Bis dann. Bye, bye. Bleib gesund. Tschüss.